In diesem heiligen Moment erheben wir unsere Herzen zu dem mächtigen Erzengel Michael, dem Fürsten der himmlischen Miliz, dem Befehlshaber der Legionen des Lichts des Herrn. Mit seinen schützenden Flügeln und seinem Schwert des Lichts treten wir dem Bösen entgegen und suchen Frieden, Heilung und göttliche Kraft in unserem Leben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes lasst uns diesen Moment der Verbindung und des Flehens zu Erzengel Michael beginnen, und ich bitte euch, dieses Video zu genießen und Amen zu sagen, wenn ihr auf die Macht und göttliche Fürsprache von Erzengel Michael vertraut. Amen. Möge der mächtige Erzengel Michael, Fürst der himmlischen Miliz, der Armeen Gottes, Befehlshaber der Legionen des Lichts des Herrn, uns das mächtige Licht und die mächtige Kraft bringen, die von deinem Schwert des Lichts ausgehen. Schneide alles aus, was nicht vom Licht ist und das Böse bekämpft. Wir rufen deinen heiligen Namen an, er möge über uns kommen und uns mit der blauen Flamme des Schutzes umhüllen. Möge die Legion der blauen Engel kommen und unser Heim, unsere Familie einhüllen. Wir alle rufen deinen heiligen Namen an und stellen einen Engel des blauen Lichts in unser Haus, in unser Leben, der uns Bereitschaft, Mut und Heilung schenkt. Im Vertrauen auf deine Kraft, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und in diesem Augenblick bitten wir dich, mächtiger Erzengel Michael, bekleide uns mit deinem Mantel der Unsichtbarkeit. Im Namen der göttlichen Gegenwart, die ich bin, rufe ich hier und jetzt Erzengel Michaels Mantel der Unsichtbarkeit an, damit ich mit Schutz gegen alles Böse erfüllt werde. Erzengel Michael und die Legionen des Lichts legen sich über mich. Brüder und Schwestern, visualisiert jetzt euer Zuhause, eure Familienmitglieder, die Situation, von der ihr wollt, dass der mächtige Erzengel Michael sie mit seinem Unsichtbarkeitsmantel des Schutzes bedeckt. Ich ordne an, dass der Unsichtbarkeitsmantel während all dieser Tage und Nächte, in denen ich Gott auf Erden manifestiere, aktiviert bleiben soll. O mächtiger heiliger Erzengel Michael, stelle dein Schwert an den Eingang meines Lebens, erleuchte meinen Weg mit deinem Schwert des Lichts. Mögen deine Flügel mich bedecken, und möge dein Mantel ausgestreckt sein, wo immer ich hingehe. Möge deine Stärke meine Stärke sein, möge deine Herrlichkeit ewig sein neben Gott, dem allmächtigen Vater. Und möge ich nie vergessen, dass der Herr vor mir und neben mir mich immer beschützt. Und möge ich immer gesegnet sein, meine Familienmitglieder und alle meine Freunde mit deiner Gnade beschenken zu können. Heiliger Erzengel Michael, lege ohne Unterlass Fürsprache für uns bei Gott ein, damit unsere Bitten angenommen und erfüllt werden können. Amen. Und noch in dieser Kraft, in dieser Schwingung, visualisiere dein Haus. Und lasst uns den Schutz unseres Heims mit der Fürsprache von Erzengel Michael erbitten, anrufen und verordnen. Und dieses Haus ist geschützt, wird bewacht von Schutzengeln, unter der Führung des heiligen Erzengels Michael. Ihre Schwerter sind über den Eingangstüren angebracht, so dass keine negative Präsenz und kein Böses hier eindringen kann. Ihre Flügel sind um dieses Haus herum ausgebreitet, um uns zu stützen und zu schützen. Ihre Mäntel sind über jedes einzelne Mitglied dieser Familie gebreitet, damit wir all unseren täglichen Aktivitäten in völliger Sicherheit und tiefem Wohlbefinden nachgehen können. Über diesem Haus steht ein großes Schutzlicht des Erzengels Michael. Seine Engel sind in den vier Ecken dieses Hauses platziert und beschützen es oben und unten, rechts und links, vorne und hinten. Und unter dem Segen des heiligen Erzengels Michael wird jeder Mensch, der dieses Haus betritt, von Liebe, Gesundheit und Wohlstand umhüllt sein. Amen. Oh, und lasst uns nun die Kraft unseres Schutzengels bekräftigen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, des allmächtigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Gepriesen sei in Ewigkeit. Herr Gott, der du durch deine unermessliche Güte und dein unendliches Erbarmen jedem von uns einen der Engel deines himmlischen Hofes anvertraut hast, ich danke dir für diese unermessliche Gnade. Und so wende ich mich vertrauensvoll an dich in der Bitte, wache über mich in diesem Abschnitt meines Geistes auf Erden. Mein heiliger Schutzengel,
Vorbild der Reinheit und der Liebe zu Gott, höre immer auf die Bitte, die ich an dich richte. Gott, mein Schöpfer, der souveräne Herr, dem du mit entflammter Liebe dienst, hat mir deine Obhut und Wachsamkeit anvertraut, damit ich gesund und fähig bin, die Aufgaben zu erfüllen, die die göttliche Weisheit für mich bestimmt hat, um meine Mission auf Erden zu erfüllen. Mein heiliger Schutzengel, geh für mich hin, öffne mir die Augen, gib mir Besonnenheit auf meinen Wegen durch das Dasein und befreie mich von körperlichen und moralischen Übeln, von Krankheit und Laster, von schlechter Gesellschaft und Gefahren, in Momenten der Bedrängnis, bei gefährlichen Gelegenheiten. Sei mein Führer, mein Beschützer und mein Wächter gegen alles, was mir körperlichen oder geistigen Schaden zufügt. Erlöse mich von den Angriffen der unsichtbaren Feinde, von den verführerischen Geistern. O heiliger Schutzengel, beschütze und bewahre mich. Und wir grüßen die Kraft des mächtigen Erzengels Michael. Erzengel Michael, gib uns Mut, gib uns Kraft, alle Hindernisse in unserem Leben zu überwinden. Komm, Erzengel Michael, mit deinem Schild des Glaubens, bekleide mich mit der Rüstung des Lichts, damit ich mit deinem blauen Schwert geschützt werde und dein Licht in meinem Leben triumphiert. Wir sind alle durch dein Schwert und deinen blauen Strahl der Macht geschützt, der in diesem Moment alles Negative in unserem Leben durchschneidet und auslöscht. Erleuchte, es wird dich segnen. Komm, Legionen von Engeln, die auf die Erde kommen. Komm, Licht direkt in das Herz Gottes, das die ganze Erde umhüllt. Komm, Erzengel Michael, befreie die Erde. In diesem Augenblick, Engel aus dem Herzen Gottes, kommt auf die Erde herab. Engel aus dem Herzen Gottes, kommt herab auf die Erde. Engel aus dem Herzen Gottes, kommt herab auf die Erde. O Engel Gottes, komm und reinige unsere Familien, unsere Werke, unsere Lebensprojekte. Schneidet alles Böse ab, schützt, versiegelt, heilt und erhebt. Komm, Erzengel Michael, lass das Licht Gottes und seine Engel jetzt das Kommando übernehmen, in jeder Ecke, in jedem Zimmer, in jedem Raum dieses Hauses, meiner Arbeit, meines Lebens, und komm herab von der Erde, über das Haus und auch um es herum. Der Sieg wird von uns allen verkündet werden. Wir werden diesen Kampf mit deiner Hilfe gewinnen. Hilf uns, hilf uns, hilf uns. Im Namen Gottes, im Namen des Vaters, der Mutter, des Sohnes und des Heiligen Geistes beten wir das Vaterunser und das Ave Maria, um die Bestätigung unseres Willens und um die Manifestation deiner göttlichen Macht. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Freue dich, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Aufstiegs ins Licht. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, möge das Licht und die Macht des Erzengels Michael uns stets begleiten, uns zum Guten führen, das Böse abwehren und unseren Glauben stärken. Wir vertrauen weiterhin auf eure Fürsprache bei Gott, damit unsere Bitten erhört werden und unsere Herzen mit Frieden und Dankbarkeit erfüllt werden. Vielen Dank an Sie, dass Sie es bis hierher geschafft haben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und mit jemandem zu teilen. Wir haben den Auftrag, das Wort des Herrn in die ganze Welt zu tragen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Kann ich auf dich zählen? Herzlichen Dank dafür. Möge Gott ihr Leben segnen und bis zum nächsten Mal.